8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the second episode of the Alt F4 show Reloaded. I'm a British computer voice. Oh my fucking god, this is so awesome. Action! Eine Zeit, wo ein Marvin auf Antes war. Das ist die alte F4-Show mit... Ho, ich heiße Marvin. Und mir, der Gamer. Ja, hallo Leute, willkommen zu dieser sehr stark verspäteten Ausgabe der alte F4-Show. Um es kurz vorwegzunehmen, nein, wir machen es nicht so lang wie letztes Mal. 2 Stunden waren wir auch ein bisschen zu lang im Schneiden. Aber dafür wieder hier Mr. Kuchen Tegama 4206. Ja, heute haben wir nämlich wieder sehr, sehr tolle Themen rausgesucht, und zwar gar keine. Bam, bam, bam. Wir hätten uns besser vorbereiten müssen. Ja, obwohl, nee, wie gesagt, das eine Thema mit der Apple Watch. Und ach so, ja, Apple Watch. Ja, ja, nein, das stimmt. Da hatten wir eben schon das Gespräch gehabt. Also ich möchte an das Thema ja unvoreingenommen reingehen. Und zwar, ich habe einfach keine Meinung zu diesem Scheißgerät, weil was bringt dir eigentlich eine Uhr, mit der du nichts machen kannst? Weißt du, hast du die Idee geholt? Also ich habe sie mir noch nicht geholt. Ich werde mir Ich werde mir so einen Scheißtrick niemals holen. Denn, Grund 1, der Akku. Was bringt mir eine Uhr, deren Akku nur 8 Stunden hält? Kannst du mit Musik hören? Glaube ich. War das nicht so? Nein. Nein, kannst du nicht. Nein, dann verwechsel ich wieder was. Punkt 2. Was zur verfickten Hölle? Muss ich das zensieren? Ja. Scheiße. Egal. Dann sagen sie einfach nochmal, da habe ich viel mehr Arbeit mit Zensieren. Also, Punkt 2. Was zur verfickten Hölle bringt dir ein hässliches Gerät, mit dem du überhaupt nichts machen kannst, weil da kein Handy oder so anschließen kannst? Oder Da habe ich was gehört. Du kannst gar aber nur mit iPhone. Nur mit iPhone. Ja. Hast du ein iPhone? Nein. Weil ich von iPhone generell nichts halte. Ich auch nicht, weil iPhone ist scheiße. Es ist der größte Scheißtrick, den es gibt. Ganz ehrlich, ich bin eher so ein Sony, Samsung, Handybesitzer, wenn ich das mal so sagen darf. Weil du hast Samsung? Ich finde, ja, damit habe ich Samsung. Du Opfer, Samsung ist sowas von 2014. Womit war jetzt wieder bei Sony? Also ich bin ja jetzt schon seit gutem halben Jahr zufrieden mit meinem OnePlus One. One what, what? Ja, die Frage wusste ich, dass die jetzt kommt. Ohne plus ohne ein sagen wir so billig Smartphone, das aber trotzdem irgendwie das beste Smartphone auf dem Markt ist. Okay. Ja. 300 Euro, ja, okay. Die teure Version. Bin ich zufrieden damit, immer noch. Vor allem, deswegen ist mir zweimal aus mindestens 2 Metern Höhe auf Asphalt gefallen. Ohne Hülle oder so. Kein Kratzer. Ist es auch wasserfest? Nein. Ah, aber es, das. Aber ich hab's auch schon einmal versehentlich im Skiurlaub nach einem Unfall im Schnee vergraben. Ich durfte es ausgraben, nachdem ich mich selber angerufen habe, um zu wissen, wo es überhaupt liegt. Das Wasser trieft aus allen Öffnungen und es läuft. Einwandfrei. Es läuft. Wo läuft keine Macke. Ich habe keine Schutzhülle, keine Schutzfolie. Alles in Ordnung. Ja gut, da bin ich bei Sony ziemlich begeistert von. Die Handys sind ja alle wasserfest. Wenn du noch eine IPS-Zertifizierung hast, dann ist das natürlich auch noch besser. Ja. So, nächstes Thema. Skyblock. Was? Skyblock. Gayblock? Skyblock. Ach so, Skyblock. Das ist ein Skyblock. Doof, oder? Nee, bei mir kommt echt nur Skyblock anstatt Skyblock. Ich dachte Skyblock. Ja, jetzt habe ich verstanden. Skyblock. Also nennt doch Sky die ganzen Blockbuster, die da ausgestrahlt werden, oder? Nein, ich meinte ist, mittlerweile, ich bin ja immer am Livestream, mache hier auch die Serie dazu. Aber unser geliebter Marvin. Yay, ich bin geliebt. Das war ein Scherz.
Oh. Ach, der hat sich mittlerweile auch mal dran versucht. Ja. Und ich hoffe, du kannst jetzt vielleicht mal eine kleine Aufnahme dafür einblenden. Wird bestimmt gehen. Ja. Wie mittlerweile genau deine Insel aussieht. Ja, hier. Ihr seht das mal ganz kurz. Das werde ich jetzt hier wahrscheinlich ganz kurz einblenden. So eine kleine MLG-Montage. Oh my fucking god, this is so awesome. Ja. Also, wie gesagt, ich verschwende dort meine gesamte Zeit nur damit, ganz viel Cobblestone und Holz zu farmen, damit ich mir eine riesige, aber gut aussehende Basis bauen kann. Sonst habe ich noch überhaupt nichts gemacht. Ist ja mal, mir eigentlich auch sowas von scheißegal. Ja gut, ich muss meine Mob-Farm jetzt noch erhöhen. Ich habe die ziemlich niedrig gebaut. Bei dir sieht es ein bisschen besser aus. Vielleicht werde ich jetzt auch noch eine Aufnahme von deiner Insel einblenden, wenn ich das hinbekomme. Und wenn nicht, dann schaut doch einfach bei dem YouTube-Kanal von TGama2406 vorbei. Macht ganz tolle Videos. Oh ja. Coole Videos. Mhm. Und apropos Videos. Ich würde sagen, wenn man jetzt hier erstmal einen ganz kleinen Cut, dann sehen wir uns nach dem ganz kleinen Cut wieder. Jetzt kommt erstmal 60 Sekunden Neuland. Neuland. Das ist übrigens meine neue 60-Sekunden-Serie. War cool. Wer das noch nicht kennt, der sollte jetzt mal genauer zugucken. Gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von 60 Sekunden Internet. Heute mit Hey.com. Wie ihr seht, eine sehr kreative Seite der Künstler würde damit die Zwiespältigkeit unserer heutigen Gesellschaft ausdrücken. Zum einen das euphorische Hey auf weißem Untergrund, weiß, die Farbe der Reinheit. Auf der anderen Seite das weniger euphorische Ha auf Schwarz, der Farbe des Todes. Das Ganze findet ihr auf hey.com. Viel Spaß beim Ausprobieren. Jo, Leute, da sind wir auch wieder schon zurück. Für uns war dieser Cut jetzt nur eine Sekunde, für euch waren es 60 Sekunden und mit dabei ist jetzt wieder TheGamer2406. Heyo! Hallo. Ich weiß nicht, ob die Leute dich noch kennen. Es ist jetzt 60 Sekunden her. Bom, bom, bom. Mann, ist das eine lange Zeit. Ja. Alt geworden. Ey, du bist richtig alt geworden. Die steht ja schon. Spaß. Und, ich erinnere mich schon an die guten alten Zeiten. Okay, das ist jetzt fail. Oh, ja, genau. Hier ein kleiner Ausschnitt. Nein, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Nein, dazu bringen wir jetzt wirklich keinen Ausschnitt. Du kannst ja eigentlich einen einfügen. Aber du bist ja zu faul dafür. Ja. Ich muss eh noch Gameplay aufnehmen, dass ich den Hintergrund schneiden kann. Oder ich sag, wenn ihr Gameplay sehen wollt, dann guckt unbedingt auf dem Kanal von TGama2406 vorbei. Ach, Gameplay ist, mach ich kaum. Ja, mein Freund hat sich schon letztens beschwert. Sei es denn das Video ohne Gameplay, mach mal Minecraft, da gibt's so ein ganz schönes Spiel, das nennt sich Bad Wars. Mach das mal da rein, das ist ein Video, scheiße. Was Missgeburt. 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 Opfer. Wie ging das? Ich stech dich ab, Amanakim. Komm runter. Ich sag dir, Digga, komm runter. Komm runter von was? Ich bin da nur im ersten Stock, Dicker. Ich bin so froh, dass ich jetzt aus diesem Assi-Viertel, wo ich früher mal gewohnt habe, weggezogen bin. Beziehungsweise ich wohnte ja am Rand vom Assi-Viertel. Ich durfte immer morgens mit dem Schulbus zur Assi-Schule hochfahren. Und bin dann immer vorher ausgestiegen. Das war so hässlich. Boah, Digga, du hast du schon gesehen. Hier, neue PS5. Die PlayStation 5 gibt's denn gar nicht. Doch, Digga, guck mal hier. Ich hab die jetzt wegen gekauft. Alter, die ist so sau teuer. Wie kannst du hier. Du hast doch nicht genug Kohle dafür. Aber sicher, hallo, Hartz IV, Kindergeld, hallo.
Bestimmt, Gob. Da gibt's schon so richtige Spastis, ehrlich. Mhm. Und es gibt hier sogar einige Stadtviertel in dieser wunderschönen Stadt. Da sind 11 von 10 Personen behindert. Zwar nicht im Sinne von geistig oder körperlich behindert, sondern was von blöd. Gerade die Stille. Ich frag so, gehörst du dazu? Und dann diese Stille. Ich hab dich gerade überhaupt nicht gehört, weil ich gelabert habe. Oh, gerade voll das Lachen verkneifen. Lach ruhig, wir haben alle nichts dagegen. Doch. Jetzt ist auch wieder vorbei. Lach. Dann lass weitermachen. Wir wollen dich alle lachen hören. Spasti! Breaking News! Breaking News! Lion T hat sein erstes Album rausgebracht. Cool. Aufhören? Ja. Anerkennung. Nein, ich habe gerade keine Drogen gezogen. Ich habe Anerkennung gesagt. Ja, weil ich gerade so. Um mich, dass du gleich drauf kommst, ich würde Drogen ziehen, ja, also, nein. Achso, gut, ja. was war's, ein Crack oder LSD? LSD, wie immer. Was? Wie viel Euro für das Gramm? Ja, 2. Okay, gut, wir treffen uns dann am besten morgen so gegen 3 am Osteingang vom Hauptbahnhof, ja? Ja. Lion T hat ein neues Album rausgebracht. Und natürlich will er damit nur Achtjährige animieren, seinen Scheiß zu kaufen. Okay, gut. Ich will ihn jetzt nicht dabei stören, aber das Schlimme ist, er kommt hier nach Saarbrücken in die Saarlandhalle. Bam, bam, bam. Gott. Das habe ich gesehen, als ich selber die Tage da in der Saarlandhalle war beim Unheilig-Konzert. Steht da so ein riesen Plakat. Leont. Unheilig macht noch Konzerte? Was? Macht der noch Konzerte, der Unheilig? Ja, der hört aber, die hören jetzt aber auf. Ja, ne, die aufgehört haben die ja schon, aber dass sie Konzerte machen muss, ist nee, die, noch haben sie nicht aufgehört. Das Abschiedskonzert ist ja, Ende letzten Jahr, nächsten Jahres. Ja gut, aber die machen keinen Song mehr, keine neuen. Das war ich weiß nicht. Nein, Songs machen die, Gipfelstimme war das letzte. Ja? Ja. Obwohl, ja stimmt, Zeit zu gehen. Haben sie wahrscheinlich damit auch aufgehört. Na gut, irgendwann ist auch jeder mal ausgepowert. Hm. Also, aber ich finde, das ist wirklich so eine Gruppe, die ist nach vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. War immer noch gut. Vor allem sind irgendwie so ein bisschen noch bodenständig geblieben. Hab ich zumindest so das Gefühl. Ja. Und das schätze ich auch da sehr dran. Vor allem am Frontmann, der sich ja der Graf nennt. Ich weiß, welche Namen hören wir nicht lachen. Wie zum Fick nennt man sich der Graf? Vielleicht ist das Adelsfamilie auch das mein Haus. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Breaking News, mein Kanal hat 7560 Aufrufe. Wie viel hat deiner? Keine Ahnung. Dann schau ich doch einfach mal. Ja, ich guck grad nach, ich hab YouTube eh schon offen. What the fuck, warum habe ich YouTube eigentlich schon? Also, Tigama hat 595 Aufrufe. Yay, noch 5, da habe ich 600 Aufrufe. Aber nur 19 Abonnenten. Ja, das kann ich gut denken. Du hast übrigens einen falschen Kanal verlinkt. Gerade auf, du hast einen falschen alte 4-Kanal verlinkt. Ja? Dann muss man einen neuen Link geben. Einen anderen Link. Ja, er steht jetzt schon im Teamspeak drin, warte. Bing. Oh ja, merke ich auch gerade. Geil. Denn ich
hab ein Profilbild. Ja, ich. Mir ist das nicht aufgefallen. Bearbeiten. Lernen. Ich lese gerade Let's Plays und Servervorstellungen. Ihr habt einen Server und wollt ein paar User drauf haben. Schreibt mich einfach an und ich mache für euch eine Servervorstellung. Benötigt wird Server IP TS3 IP, wenn vorhanden ist. Ja, ich glaube, da hat sich eh keiner gemeldet, das nehme ich wieder raus. Ja, nehme es auf jeden Fall raus. Ich zähle gerade mal die Rechtschreibfehler. Ihr habt ein. Halt Server. Deine Fresse jetzt. Grammatikfehler, es heißt einen Server. Server wird groß geschrieben und Volt nur mit einem L, es wird mit Doppel-L geschrieben. Ein ich weiß nicht, was soll ich denn da reinschreiben? Nicht mit Doppel-R, sondern Doppel-A. User darauf haben, das heißt darauf haben. Ey, aktualisier mal. Das, ich habe eine geilere Beschreibung. Aktualisier mal. F5. Aktualisier einfach mal. Ich lasse es mal gerade vorlesen. Ich habe euch jetzt so eine Vorleser-Engine. Ich sag nur Welle, 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 Welle. Das ist der geilste Kanal-Info auf der Welt, finde ich. Ja, wenn ich schon diese Beschreibung da lese, da werde ich schon ganz feucht. Mein Gott. Bitte jetzt nicht an, bitte bleib jetzt alles in der Hose, wie es ist, ja, also. Okay, gut. Hast du eigentlich mein, ich hab gestern einen Tweet gemacht. Hast du das Bild gesehen? Was? Ich hab gestern auf Twitter einen Tweet gemacht mit einem Bild. Hast du was gesehen? Eigentlich werde ich immer benachrichtigt, wenn du was twitterst, aber bei mir ist nichts angekommen. Ich schaue jetzt gerade mal bei meinem Lieblings-Twitterer. Dann suchen wir mal nach. Und Idiot. Mein Tweet ist weg. Ah ja, hier. Das habe ich nämlich für einen Livestreamer gemacht. Haben der auch Bild. Dann da verlinkt war. Wann war das? Gestern. Vor 19 Stunden. Guck einfach auf meinen Kanal und dann Tweets und Antworten. Oder Fotos und Videos. Achso, Tweets und Antworten. Fotos und Videos. Jetzt sehe ich das auf einmal. Das ist ja hier, Quirbel ab, hier ist dein Bild, wenn du willst, kannst du was verändern. Fällt dir mal was sagen? Auf? Was? Sieht scheiße aus, gell? Und wie? Aber fällt dir was auf? Was denn? Männchen bewegt, es hat eine, wie sage ich jetzt, eine kleine Laufprose. Ja, ich sehe es. Die Qualität vom Hintergrund ist so hässlich. Ja, diese billige Schrift. Alles nur Gimp gemacht. Und dann noch das Bild davor mit der Bierflasche. Das finde ich mega. Das ist doch schön. Vor allem, weil dann noch in der Beschreibung riesiger Rechtschreibfehler ist. Kuseng. Kann irgendwie nicht auf meinen Bilder zugreifen auf Twitch. Hä? Hallo, Fotos und Videos. Ja, Twitter. Ich kann nicht auf meine Fotos und Videos zugreifen. Ach, das ist schön. Was soll wir der sehen Scheiß? Uns dann wieder nach einem kleinen Cut. Jetzt geht's weiter mit 60 Sekunden Neuland. Oder 60 Sekunden Internet. Ich weiß ja nicht, wie ich das Ganze nennen werde. Bis gleich.
Oh, da sind wir auch schon wieder zurück. Leider. Wie lange willst du es jetzt noch machen? 2 Minuten und 6 Sekunden. Wie lange haben wir schon? Jetzt haben wir mittlerweile schon 18 Minuten, 2 Sekunden und 95 Millisekunden. Oh, geil. Export. Chuck Norris macht nicht das Licht an, er schaltet das Dunkel aus. Du bist dran. Werf ich doch nicht einfach so ins tiefe Wasser. Der war gut. Werf ich doch nicht einfach so ins tiefe Wasser. Ich bin gerade was am Machen, ich hab grad. Oh, sorry, bin ich Zeit. Das muss ich jetzt aber echt zensieren, oder? Will er mich jetzt verarschen? Ja, will er. Chuck Norris will dich immer verarschen, aber er braucht es gar nicht. Ich rede nicht von Chuck Norris, ich rede von meinen Ways. Wovon? My Ways. Kennst du das nicht? Nö. Ist, da kannst du deine Minecraft-Welten auf ein bestimmtes Format, das heißt, du lädst, downloadst das Programm, dann kannst du die Welt von dir öffnen, dann wählst du einen Bereich aus, den du exportieren willst, dann kannst du den auf eine bestimmte Datei exportieren und dann den Blender hochladen und dann Animationen mit deiner Welt machen, wenn du lustig bist. Das kann man verstanden. Das ist toll. Ja. Und ich hoffe, es hat jetzt funktioniert. File. Das will ich mir vielleicht auch mal holen. Import. Wavefront. So, und während The Gamer 2406 das jetzt noch fertig macht, würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen bei unserem nicht ganz regelmäßigen Podcast hier auf Alte 4, dem besten Gaming-Kanal auf YouTube. Das hat ja richtig geil funktioniert. Na toll. Das hat ja richtig geil funktioniert mit Wineways. Wir sehen uns dann entweder in der nächsten Alte 4 Show, wenn ihr wollt, oder schon im nächsten Gamecheck. Da geht es dann weiter mit einem richtig tollen Point-and-Click-Adventure. Aber natürlich nur, wenn ihr wirklich wollt. Was? Das wird dann lustig. Ja. Das wird richtig lustig. Sei mal, du nicht dabei bist. Aber noch ja, alles ohne mich machen. Was? Ja, alles ohne mich machen. Schämlich. Noch ist es nicht aufgenommen. Na, okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall auf dem zweitbesten YouTube-Kanal der Welt vorbei. Da ist so ein Typ, der heißt TheGamer2406, Multara2406 und der hat sogar schon sein eigenes Intro geladen. Mit Avicii Levels als Musik. Nein. Das hast du hochgeladen am 29.06.2013. Welchen Kanal guckst du jetzt? Deinen. Warte mal grad, wiederherstellen. Ich denk dran, ich hab 2 Kanäle. Dann kenne ich den zweiten noch nicht, aber ich meine auf jeden Fall das Video da. Ich will mal kurz AFK. Okay, gut, das war's dann. Bis zum nächsten Video. Ciao. Microphone muted.